Es ist der Traum jedes Archäologen. Einmal im Leben eine Entdeckung zu machen, die unser Geschichtsbild auf den Kopf stellt. 2003 ist Vivian Davis vom British Museum in London eine solche Entdeckung in Oberägypten gelungen. In dieser Grabkammer in El Kab. Als wir diesen Teil der Grabkammer säuberten, tauchte eine Inschrift in roter Farbe auf. Hier haben wir die Invasion Ägyptens durch das Reich Kusch. Seine gewaltige Armee brach über ganz Ägypten herein. Dies ist die Geschichte des Reichs von Kusch. Seine Monarchen wurden die schwarzen Pharaonen und herrschten fast ein Jahrhundert lang über das einst mächtigste Reich der Welt, Ägypten. Die befreundeten Supermächte Kusch und Ägypten wandelten sich erst zu Rivalen, dann zu Feinden. Langsam decken internationale Teams von Archäologen diese Geschichte im nördlichen Sudan auf, dem Zentrum des Reichs von Kusch. Das ist meine Arbeit und die mache ich auch im Urlaub. Man kann jederzeit etwas völlig Neues entdecken. Wir haben hier 7 Königsstatuen gefunden. Vor Aufregung konnte ich 2 Tage nicht schlafen. Wir schreiben die Geschichte des Altertums jährlich neu. Mit diesen bedeutenden Funden können die Archäologen ein verlorenes Reich wieder aufleben lassen. Das Königreich Kusch und die längst vergessene Herrschaft der schwarzen Pharaonen. Es ist nicht verwunderlich, dass uns das alte Ägypten und seine kolossalen Bauwerke bis heute fasziniert. Rund 3000 Jahre lang währte die Herrschaft der Pharaonen, die durch viele Zeugnisse und Artefakte aus der Zeit dokumentiert ist. Doch eine andere Großmacht am Nil ist nahezu unbekannt: das Königreich Kusch. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, die Karte der alten Welt neu zu zeichnen. Kerma gleicht heute den meisten sudanesischen Städten am Nil. Doch vor 4.500 Jahren war es die Wiege von Afrikas erster schwarzer Supermacht und der Sitz der Könige von Kusch. Hier beginnt die Suche nach dem geheimnisvollen Königreich. Woher kam das Volk der Kusch und wie kam es an die Macht? Der Nil ist die Lebensader Ägyptens. Und hier entstand auch Kusch. Der fruchtbare Boden sorgte für Wohlstand bei den Bauern und für Reichtum bei den Herrschern. Ich habe diese Region in den 90ern kennengelernt, als wir sie archäologisch erforscht haben. Derek Welsby vom British Museum arbeitet seit 2 Jahrzehnten im Nordsudan. Eine interessante Gegend. Hier kann man die ursprüngliche Kulturlandschaft von Kerma erkennen. Die meisten Siedlungen und Friedhöfe sind noch erhalten. Vor 4000 Jahren teilte sich der Nil bei Kerma in 3 Nebenläufe. An den ausgetrockneten Flussufern siedelten sich Bauern an. Ihre Standorte sind noch heute als flache Hügel erkennbar. Und was zunächst wie eine einfache Ansammlung von Steinen erscheint, ist für die Archäologen ein bedeutsamer Hinweis für den Wohlstand der Region. Dieses Gebäude haben wir 1997 ausgegraben. In ähnlicher Form ist es in vielen ländlichen Siedlungen zu finden. Bei genauer Betrachtung sieht man, dass es zur Lagerung genutzt wurde. Hier gibt es eine große Anzahl von Sockelsteinen, die sicher einen Zwischenboden gestützt haben. Dadurch verbessern sich die Lagerbedingungen. So sind auch heutige Getreidespeicher noch aufgebaut. Die Bauern erwirtschafteten genug, um eine Stadt wie Kerma zu versorgen. Den Herrschern von Kusch brachte der Handel großen Reichtum. Und die Stadtbewohner konnten sich der Entwicklung von neuen Ideen und Fertigkeiten widmen.
Es konnten zahlreiche Baumeister, Kunsthandwerker und der königliche Haushalt davon unterhalten werden. Und vor allem die Armee. Sie machte die Invasion von Ägypten erst möglich. Doch bevor sie zu Feinden wurden, waren Kusch und Ägypten Handelspartner. Im Altertum war der Nil die Hauptverkehrsader. Hier spielte sich der gesamte Handel ab. Und bei Kerma kontrollierten ihn die Könige von Kusch. In der Wüste außerhalb der Stadt wurde unlängst eine Ruine entdeckt, die Welsby für einen Stützpunkt einer Handelsroute nach Kerma hält. Das ist ein klarer Beweis für die Handelsbeziehung zu Ägypten. Hier haben wir diese typischen gerippten Tongefäße, die auf der Töpferscheibe geformt wurden. Die Gefäße sind praktisch die Konservendosen der alten Welt und in ihnen wurden die Waren in diese Regionen importiert. Kusch exportierte hingegen die afrikanischen Waren, die Ägypten am meisten begehrte. Elfenbein, Ebenholz und Tierfelle. Doch vor allem hatten die Pharaonen ein Auge auf die Goldminen von Kusch geworfen. Gold war ein wichtiges Statussymbol. Es sicherte das Ansehen der Pharaonen. Das Edelmetall galt als Fleisch der Götter. Es zu tragen und von Gold umgeben bestattet zu werden, versprach Unsterblichkeit. Der Hunger der Pharaonen nach Gold verlieh den Herrschern von Kusch Macht. Aber Archäologen haben Jahre gebraucht, um das wahre Ausmaß ihres Einflusses zu offenbaren. 1913 war Georg Reisner der erste Ägyptologe, der moderne Methoden anwendete. Doch er betrachtete den Sudan ausschließlich aus der ägyptischen Perspektive. Reisner fand in Kerma viele Spuren der Ägypter und war davon überzeugt, dass Kusch ein Außenposten des ägyptischen Reichs war, deren schwarze Bevölkerung als Sklaven gehalten wurden. Durch diese Interpretation fristete das Reich Kusch im letzten Jahrhundert nur ein Schattendasein gegenüber dem übermächtigen Ägypten. Ich kam in den Sudan, um Ägypten zu finden. Heute bin ich froh, hier den Sudan gefunden zu haben. Charles Bonnet von der Universität Genf hat der Stadt Kerma sein Lebenswerk gewidmet, um ihr Bild wieder ins rechte Licht zu rücken. Dieses Gebäude war wahrscheinlich ein Thronsaal mit drei Reihen von Holzsäulen, einem kegelförmigen Dach und einem Gang mit Holzsäulen. Die Architektur ist hoch entwickelt, aber der Bau ist unerwartet alt. Es ist das erste bekannte Modell eines solchen Gebäudes und hat nichts mit Ägypten zu tun. Es ist typisch afrikanisch. Die Wurzeln von Kusch liegen in Afrika. Aber seine Herrscher waren offen für neue Ideen, besonders aus Ägypten. Auch Kermas Tempel aus Lehmziegeln weisen darauf hin. Es gibt wenige Lehmziegelbauten dieser Größe, die noch erhalten sind. Die Defufa unterscheidet sich stark von den Gebäuden in Ägypten. Die Grundform ähnelt den dortigen Tempeln, aber hier in Kerma wurde mit Originalität und Einflüssen von außen etwas Neues geschaffen. Der Lehmziegelbau in Kerma hat 3000 Jahre Vandalismus und Winderosion erstaunlich gut überstanden. Lehmziegel wurden universell eingesetzt. Aber ihre Vergänglichkeit macht es schwer zu erkennen, wie beeindruckend die Kultur von Kusch gewesen sein muss. Sie ist größtenteils zu Staub zerfallen. Reisen im nördlichen Sudan gleichen immer Expeditionen. Doch diese Region ist besonders unwirtlich. Was die Ausgrabungen am vierten Katarakt antreibt, ist der Bau eines Staudamms. Dessen Stausee wird über 170 Kilometer einer der schönsten Landschaften des Sudans mit seinen vielen kleinen Inseln überfluten. Pavel Wolf und sein Team von der Humboldt-Universität Berlin wollen historische Steppen erfassen, bevor sie unter den Wassermassen versinken.
Für ein wichtiges Kapitel in der Geschichte von Kusch können sie nur noch Fußnoten liefern. Was für eine fantastische Landschaft. Unsere Arbeit erschwert aber, dass man viele Orte nur zu Fuß erreichen kann. Um auf den größeren Inseln auf die Hügel zu gelangen, wandern wir jeden Tag 15 Kilometer. Das Team will das ganze Areal begehen. Deshalb bleibt ihnen an den einzelnen Fundstätten nur wenig Zeit. In den ersten 2 bis 3 Wochen haben wir schon 100 bis 120 völlig unbekannte Fundplätze entdeckt. Wir finden hier alle 20 Meter etwas. Man kann die Plätze kaum voneinander abgrenzen. Bisher kann man sagen, dass die Gegend über die Jahrhunderte viel dichter besiedelt war als heute. Überall in dieser Landschaft finden sich Gräber und Friedhöfe. Weitaus schwieriger ist es, die Siedlungen aufzuspüren. An den besten Plätzen am Fluss liegen Dörfer. Da sie noch bewohnt sind, können wir dort keine Ausgrabungen anstellen. Und wenn sie wegen der Überflutung verlassen werden, haben wir nicht mehr genug Zeit dafür. Was wir jetzt machen, ist also der erste und der letzte Schritt. Das Reich Kusch hatte eine Ausbreitung von 1000 Kilometern entlang des Nils. Sein Einflussgebiet kam also dem Ägyptens gleich. Auch unter heutigen Bedingungen dauert eine Reise von der südlichen zur nördlichen Grenze Kuschs 2 Tage. Es gibt keine asphaltierten Straßen, nur 300 Kilometer Wüste. Auf der Karte sieht alles so nah aus, aber der Weg ist ziemlich hart. Ich komme seit 22 Jahren hierher, meistens 3 Monate im Winter, wenn es in England eiskalt ist. Ich folge den Vögeln nach Afrika. Jeder sucht hier nach der besten Route, aber weil es keine gibt, fährt man querfeldein. Und ohne Schilder, die vor engen Kurven oder Schlaglöchern warnen könnten, kann hier alles passieren. Man muss ständig auf der Hut sein. Aus ägyptischen Quellen weiß man, dass es auf der Insel Sai einen bedeutenden Umschlagplatz im Handel zwischen den beiden Mächten gab. Aber für die Existenz einer Metropole gibt es nur einen Hinweis. Das wichtigste Indiz dafür ist dieser Friedhof da hinten. Er ist sehr groß und es finden sich dort riesige Grabhügel und weitere Gräber von hohen Persönlichkeiten. Neben der Kultur, deren Überreste größtenteils zu Staub zerfallen ist, zeugen nur noch Friedhöfe von der Macht und dem Reichtum der Kuschiten. Der Friedhof in der Nähe von Kerma wurde über 1000 Jahre lang genutzt. Und mit über 1 Quadratkilometer Fläche hat er beeindruckende Ausmaße. Es handelt sich um einen der wichtigsten Friedhöfe des Altertums. Mit seinen 30.000 Gräbern hat er eine imposante Größe. Hier wurden die Könige von Kusch in großen Hügelgräbern, genannt Tumuli, begraben. Diese hatten einen Durchmesser von 80 bis 90 Metern und einen kegelförmigen Oberbau aus weißem Marmor. Zunächst wurden die Leichen in riesigen Tempeln aufgebahrt, bevor sie mit einer Prozession in ihre Grabkammer gebracht wurden. Wie die Pharaonen wurden auch die Könige von Kusch mit ihren Reichtümern zu Grabe getragen und mit ihnen einige ihrer Gefährten. In diesem Gang entdeckte Reisner viele Menschenopfer. Er glaubte, dass es sich um Sklaven handelte. Neuere anthropologische Studien gehen aber davon aus, dass es sich um Verwandte des Königs handelte. Ob diese Menschen freiwillig in den Tod gingen, bleibt ein Rätsel. Auch die Gerichtsmedizin hat keine Anhaltspunkte dafür, dass sie hingerichtet wurden. Es scheint, als hätten sie sich in ihr Grab gelegt und einen langsamen Tod erlitten, als sie mit Sand begraben wurden. Reisner fand viele Statuen, aber die von Senovi ist außergewöhnlich.
Diese Statue einer ägyptischen Adligen war nur eine von vielen Grabbeigaben, die Reisner 1916 freigelegt hat. Er glaubte, dass derart wertvolle Objekte nur Ägyptern gehört haben konnten. Dass die Statue gewaltsam aus Ägypten entwendet wurde, zog er nicht in Betracht. Und er fragte sich auch nicht, wozu Ägypten eine Reihe riesiger Festungen an seiner südlichen Grenze brauchte. In Reiseführern steht, dass diese Festungen beim Bau des Aswan-Staudamms in den 60er Jahren alle vom Nasser-See überflutet wurden. Doch Derek Welsby will sich davon selbst überzeugen und reist zur Nilinsel Urunati. Er findet eine Grenzfestung, die nur noch von Krokodilen bewacht wird. Der Weg war mühsam, aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, es war seit 30 Jahren kein Archäologe mehr hier. Fantastisch. Ich habe es immer bedauert, dass ich zu spät geboren wurde, um diese Stätten zu sehen, bevor sie im Nasser-See versunken sind. Einerseits war unklar, warum die Ägypter solche gewaltigen Bauten errichteten. Andererseits wurde das Reich im Süden immer das elende Kusch genannt. Das zeigt doch, wie sehr die Ägypter dieses Volk fürchteten. Das sind einige der beeindruckendsten Festungen des Altertums. Rund 1700 vor Christus zog sich Ägypten zurück und die Armee von Kusch übernahm die Kontrolle über die Festungen. Doch es war keine freundliche Wachablöse. Die Machtverhältnisse zwischen den beiden Rivalen hatten sich drastisch verändert. Denn 1650 vor Christus wurde das mächtige Ägypten in die Knie gezwungen. Sein Pharao hatte den Einfluss über Unterägypten verloren und im Süden stand Kusch kurz vor der Invasion. Der Rest ist Geschichte, jedenfalls seit Vivian Davis Entdeckung in El Kap. Das fehlende Bindeglied zwischen den bisherigen Annahmen der Archäologie und belegten Quellen. El Kap war eine einflussreiche ägyptische Stadt und ihr Fürst Sobeknacht sorgte dafür, seine Version einer Niederlage zu hinterlassen, die Ägypten nie zugab. Dank Sobeknacht konnten wir hier glücklicherweise ein wichtiges Ereignis der Geschichte belegen, von dem wir sonst gar nicht erfahren hätten. Und er selbst spielte dabei eine heldenhafte Rolle. Die Inschrift beschreibt, dass er die baufälligen Festungswälle reparierte, das Militär aufstellte und die Stadt mutig verteidigte. Es ist davon die Rede, dass das elende Kusch im Anmarsch war. Zu dieser Zeit hatte es ein gewaltiges Einflussgebiet. Es reichte von der Wüste bis zum südlichen Punkt des Nildeltas. Zum ersten Mal haben wir hier ein Indiz, dass das Königreich Kusch über Ägypten hereinbrach und wahrscheinlich eine beachtliche Beute zurück in die Hauptstadt Kerma brachte. Das Diebesgut wurde dann mit den Herrschern von Kusch begraben, als Symbol ihres Sieges über die ägyptischen Könige. Die Armee von Kusch ging in Ägypten auf Beutezug und trat mit Reichtümern beladen den Heimweg an. Ägypten nutzte diese Atempause und schlug zurück. Es nahm den Handelsplatz Sai ein und konnte die Grenze wieder aufbrechen. Ägypten hatte die Oberhand gewonnen. Und sein neuer Pharao, Thutmosis I., hegte Rachegelüste. Für die Erniedrigung Ägyptens sollte Kusch bezahlen. Dort unten ist der dritte Nilkatarakt, ein wunderbarer Ausblick, aber vor allem eine Barriere auf der Reise flussaufwärts. Dahinter lag Kerma, die Hauptstadt des Reichs von Kusch und der Grund für Ägyptens Demütigung. Die ägyptische Armee war noch nie so weit den Nil hinauf vorgedrungen, bis Thutmosis I. um 1502 vor Christus seinen Truppen befahl, die Boote um den Katarakt herumzuziehen. Wahrscheinlich genau da entlang. Er griff eine kuschitische Truppe an und gewann einen entscheidenden Kampf. Aus einer weiteren Grabkammer eines ägyptischen Soldaten in El Kap stammt ein Augenzeugenbericht über den Verlauf der Schlacht. Die
Er beschreibt, wie ein Herrscher von Kusch von Thutmosis selbst mit Pfeil und Bogen getötet wurde. Und grausamerweise wurde dessen Leiche kopfüber vom Schiff des Pharaos gehängt, als er triumphierend zurück nach Ägypten segelte. Diese Hieroglyphe stellt die Leiche des Herrschers dar, wie er kopfüber hängt, mit dem tödlichen Pfeil in seiner Brust. Hier in Tombos ist die große Siegesstele von Thutmosis I. Sie beschreibt das entsetzliche Gemetzel. Die Leichen der Kuschiten lagen über die Ebene verstreut. Ihre Eingeweide füllten die Täler und Blut floss in Strömen. Und rundherum sind Felsbrocken mit Hieroglyphen, die Thutmosis I. als den großen Eroberer darstellen. Was für eine Aussage. Jedem, der hier vorbeikam, wurde gezeigt, ich bin Thutmosis, der Bezwinger von Kusch. Nachdem der König ermordet und die Armee stark dezimiert war, bekam Kerma die Rache von Thutmosis Armee zu spüren. Noch heute lässt sich die Zerstörung des Tempels an den rot gebrannten Lehmziegeln erkennen. Von Kerma aus machte sich Thutmosis mit seiner Armee, der Gefolgschaft und seiner Familie auf die weite Reise bis in die entlegensten Winkel des Reichs von Kusch. In Kogus steht ein gewaltiger heller Felsen in der Wüste. Diesen heiligen Ort der dortigen Bewohner wollte sich Thutmosis zu eigen machen. Das Kernstück der neuen Südgrenze sind diese Inschriften. Vier horizontale Zeilen, welche die Worte Thutmosis wiedergeben, als er hier ankam. Er richtete sie an die Bevölkerung von Kusch. Und es war wirklich eine ernsthafte Drohung. Sollte ein Kuschit diese Stele missachten, die ich von meinem göttlichen Vater Amun-Re erhalten habe, so werden seine Herrscher getötet. Der Himmel soll nicht für ihn regnen, sein Vieh nicht kalben und er soll keine Erben auf dieser Erde haben. In anderen Worten, wer diese Grenze missachtet, wird aussterben. Ägypten errichtete zur Verdeutlichung seines Sieges über Kusch eine Reihe von Festungen, Städten und Tempeln quer durchs Land. Die Bauten waren für die Ewigkeit gedacht. Und der große Tempel in Soleb ist die beeindruckendste ägyptische Ruine im Sudan. Der Standort des Tempels signalisiert ganz deutlich, dieses Land gehört jetzt zu Ägypten. So ein riesiges Gebäude hatte die Bevölkerung wahrscheinlich noch nie gesehen. Es war sicher ehrfurchteinflößend und das sollte es auch sein. Der ägyptische Pharao Amenophis III. Ließ diesen Tempel erbauen, um sein 30-jähriges Amtsjubiläum zu feiern und seine Herrschaft über Kusch. Das ist meine Lieblingsstelle, eine Reihe sehr eindrucksvoller Säulen. Jede ist mit Hieroglyphen versehen, welche die fremden Völker darstellen, die Ägypten eroberte. Rechts haben wir die Völker des Nordens, wie die Kadesh, links die Völker des Südens mit dem Reich von Kusch. Amenophis III. Drückt damit aus, ich bin der König der Welt, das alles gehört mir. Die Eroberung Kuschs brachte den Pharaonen enormen Reichtum. Und endlich besaßen sie auch dessen Gold. Die Goldminen wurden zum Sibirien Ägyptens, ein grausamer Ort der Verbannung für alle Kuschiten, die es wagten, sich den Pharaonen zu widersetzen. Heute noch ist der Sudan eine Goldgrube von nicht erfassten archäologischen Fundplätzen. Wie der Schrein für Ägyptens Reichsgott Amun, der beim Berg Dosha in den Fels gehauen wurde. Es ist atemberaubend. Ich bin das erste Mal hier. Jetzt, wo ich sehe, wie die Sonne aufgeht und das Licht in den Schrein fällt, kann ich besser verstehen, was es den Ägyptern bedeutet hat. Die Stätte galt der Auferstehung des Königs. Die Sonne wird am Morgen wiedergeboren und gibt dem König neues Leben. Einfach magisch.
Wie jeder, der sich für Hieroglyphen interessiert, habe ich davon geträumt, zu einer Stätte zu kommen, um dort unbekannte Inschriften zu entdecken. Im tiefen Süden von Kusch, kurz nach dem vierten Nilkatarakt, ragt ein einsamer Berg in den Wüstenhimmel. Am Bakal liegt der Schlüssel für eine gewaltige Wendung in der Geschichte Kuschs. Am Fuß dieses Bergs erbauten die Ägypter eine große Festung zum Schutz ihrer südlichen Grenzstadt. Die Pharaonen machten den Bakal zur zweitwichtigsten religiösen Stätte ihres Reichs. Als die Ägypter in dieser Gegend ankamen, waren sie sicher, dass dieser Berg ein Wohnort ihres Gottes Amun war. Das Besondere am Bakal ist diese freistehende Felsnadel. Die Ägypter nannten ihn den reinen Berg und glaubten, dass Amun tatsächlich darin gelebt habe. Die Felsnadel stellt seine Ureus-Schlange dar, das Symbol ihrer Könige. Diese Kobraart zierte die Krone jedes Pharaos. Doch bei aller Kraft, die Ägyptens Könige aus diesem heiligen Berg schöpften, an der Erdoberfläche gibt es für die bedeutende religiöse Stätte kaum Hinweise. Das meiste, was wir hier am Fuß des Bakal sehen können, ist aus späteren Perioden. Doch es gibt Anzeichen, dass sich unter diesen neueren Tempeln alte ägyptische Bauten befinden. Man sollte annehmen, dass es von einer so riesigen Anlage Überreste geben muss. Aber wir haben weder etwas von der Stadt, der Festung oder den Friedhöfen gefunden. Eins ist jedoch sicher: Bakal wurde zum südlichen Wohnort des Gottes Amun. Und jeder, der darüber herrschte, hatte das göttliche Recht, auch Kusch und Ägypten zu regieren. Ohne es zu ahnen, hatten die ägyptischen Pharaonen selbst die Voraussetzungen für ihren Untergang geschaffen und den Aufstieg der schwarzen Pharaonen. Ägyptens Herrschaft über Kusch endete um 1100 v. Chr., als sie Probleme im eigenen Land zum Rückzug zwangen. Etwa 900 v. Chr. Erwuchs eine neue kuschitische Dynastie. Könige, die bereits den Aufstieg des Reichs von Kusch planten. Ihre Geschichte beginnt in El-Kuru, das nur einige Kilometer von Bakal-Fluss abwärts liegt. El-Kuru ist unser Hauptbeweis für die Anfänge des Zweiten Reichs von Kusch. Tim Candle hat den Friedhof von El-Kuru ausgiebig erforscht. Hier gab es eine bedeutende Dynastie. Die bescheidene Größe der Grabmäler ist wahrscheinlich kein Hinweis auf ihre Macht und ihren Reichtum. Das erste Grabmal ist rund und ähnelt denen in Kerma. Doch mit jedem weiteren sieht man eine Entwicklung hin zu den ägyptischen Bestattungsriten. Diese Menschen waren keine Ägypter, nahmen aber ihre Bräuche an. Was war da los? Die neuen Herrscher von Kusch wollten sich der Reichtümer Ägyptens bemächtigen und hatten einen brillanten Plan. Am Bakal ließen sie den Amun-Kult wieder aufleben und erneuerten die Tempelanlage. Hier wird deutlich, welche Vision die Kuschiten für den Bakal hatten. Das ist ein Tempel für die Göttin Mut, die mit ihrem Mann Amun im Berg lebte. Die Inschriften zeigen auch die Bergflanke und die Felsnadel wird als riesige Ureus-Schlange dargestellt. Die neuen Könige von Kusch forderten jetzt die ägyptische Krone ein. Die Erklärung der Pharaonen, dass der Gott Amun ihnen das Recht gegeben habe, über Kusch und Ägypten zu herrschen, wurde ihnen nun zum Verhängnis. 750 v. Chr. Herrschte in Ägypten das Chaos. Ohne einen König wurde es lediglich von Priestern verwaltet. Und die Priester unterstützten die neue Ordnung der Könige von Kusch, die mit der Befugnis von Amun regierten. So fiel Piye, der König von Kusch, in Ägypten ein. Die Zeit der schwarzen Pharaonen war gekommen. Und aus Besiegten wurden nun Sieger. Das ganze nächste Jahrhundert herrschten Piye und seine Nachfolger über die Reichtümer Ägyptens.
Abgesehen von Feldzügen und Zeremonien überließen die kuschitischen Pharaonen den Alltag allerdings den Frauen, erklärt die Ägyptologin Betsy Bryan. Das sind die Grabtempel der Gottesgemahlinnen des Amun, Amenirdes und Shepenwepet. Sie sind Mitglieder der Königsfamilie von Kusch. Diese Frauen waren meistens auf sich selbst gestellt, weil ihre Brüder anderweitig beschäftigt waren. Sie repräsentierten also die Kuschiten an der Spitze Ägyptens. Bei dieser Abbildung von Shepenwepet wird deutlich, wie die Ägypter die Kuschiten als separate Volksgruppe darstellten. Sie hat ein breites Gesicht und hat um den Nasenflügel herum eine für die Kuschiten typische Falte. Es war Shepenwepet sicher völlig recht, als Kuschitin abgebildet zu werden. Sie war stolz darauf, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein. Die kuschitischen Pharaonen stellten sich nie als Ägypter dar. Sie hatten ihre eigenen königlichen Insignien, benutzten ihre sudanesischen Namen und ließen sich alle hier begraben. Vier schwarze Pharaonen sind in El-Kuru begraben. Ihre Grabmäler sind von George Reisner sorgfältig freigelegt worden. Doch ein weiteres Mal blieb ihm die wahre Geschichte verborgen. Reisner hat bei der Ausgrabung gute Arbeit geleistet, aber er glaubte, dass hier ein Zweig der libyschen Königsfamilie über die Bevölkerung herrschte. Libysch heißt in diesem Fall hellhäutig. Aufgrund seiner Vorurteile war es also eine eher rassistische Interpretation der Geschichte. Von allen vergessenen schwarzen Pharaonen war er der größte, Tahaka. 690 vor Christus bestieg er den Thron. 26 Jahre lang regierte er Kusch und Ägypten. In bewährter Art machte sich Tahaka die großen ägyptischen Monumente zu eigen. Tahaka baute hier in Karnak einen imposanten Eingang, um die größte Tempelanlage einzunehmen. Es war ja schon ein fertiger Tempel, also musste er nur noch seinen gewaltigen Säulengang anbauen. Schon hatte er ihn in ein kuschitisches Monument verwandelt. Karnak gehörte nun ihm. Im Sand sind immer noch viele Geheimnisse von Tahaka und dem Reich Kusch verborgen, wie Tim Kendall entdeckt hat. Wir fuhren von Khartoum zum Bakal, eine Tagesreise durch den endlosen Sand. Als wir uns etwas verfahren hatten, sah ich aus dem Fenster eine Säulentrommel. Und dann immer mehr. Ganz unerwartet sind wir auf einen Fundplatz gestoßen. Es war wie im Film. Der Fund hier ist sehr aufschlussreich. Hier liegt eine bedeutende kuschitische Stadt, nur 16 Kilometer vom Nil entfernt. Wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Reihe von Siedlungen bis hin zum Fluss. Plötzlich gibt es ein ganz neues Gebiet im Sudan, das erst noch archäologisch erschlossen werden muss. Wir schreiben die Geschichte des Landes jedes Jahr neu. Während seiner langen Regierungszeit erlangte Tahaka große Bekanntheit. Sogar in der Bibel wird er erwähnt. Er unterstützt den König von Juda im Kampf gegen die Assyrer. Wie Tahaka das Militär organisierte, ist unklar. Doch Hinweise sollen tief in der Wüste zu finden sein. Derek Welsby macht sich auf die Suche. Wir fahren im unteren Wadi Hova, einem ausgetrockneten Flussbett, zur kuschitischen Festung Gala Abu Ahmed, die erst 1984 entdeckt wurde. Ein ganz besonderer Ort. Von der Festung trennt uns noch dieses Dünengebiet. Man muss ziemlich rasen, damit man nicht stecken bleibt. Und Sicheldünen fallen auf der Lehseite fast senkrecht ab. Wenn man da drüber rast, ist alles aus.
Man muss vorsichtig fahren, um nicht abzustürzen, und schnell genug, um nicht stecken zu bleiben. Nichts für schwache Nerven. Das war's. Die Dünen sind oben sehr locker. Man sackt sofort bis zur Achse ein. Da drüben ist es. Viel größer, als ich dachte. Sehr beeindruckend. Mitten im Nirgendwo ist diese riesige Festung, fast wie von der Fremdenlegion. Selbst halb im Sand versunken ist die Anlage von eindrucksvoller Größe. Die Zugänge sind stark gesichert und aus den 5 Meter dicken Mauern ragten einst Türme. Für mich als Archäologen gibt's nichts Besseres. In dieser Ruine finden sich bisher nur wenige Anhaltspunkte, wie das Leben der hier stationierten Soldaten aussah. Hier gibt es viele Straußeneiperlen. Ob sich die Soldaten gern damit schmückten oder ob sie von ihren Familien oder Durchreisenden stammten, wissen wir nicht. Hierher wollte man sicher nicht von der kuschitischen Armee abkommandiert werden. Ein unwirtlicher Ort. Weitaus gefährlicher war es allerdings, an die Front gegen Assyrien geschickt zu werden. Beim Angriff der Assyrer auf Ägypten konnte Tahaka jedoch seine Stellung nicht halten. Wie auch Kusch konnte er sich von dieser Niederlage nie erholen und Tahaka floh aus Unterägypten. Er starb 664 vor Christus, aber setzte sich zuvor noch selbst ein Denkmal, eine prunkvolle Pyramide gegenüber von Baikal auf der anderen Seite des Nils. Die Größe einer Pyramide spiegelt immer die Macht und den Reichtum eines Pharaos wider. Demnach hatte Tahaka wirklich eine hohe Meinung von sich. Ursprünglich baute er eine Pyramide mit 29 Metern Seitenlänge aus weißem Sandstein. Aber weil er so lange lebte und sein Selbstwertgefühl wuchs, vergrößerte er die Pyramide weiter. Er ließ sie zusätzlich verkleiden, sodass es die größte Pyramide eines kuschitischen Herrschers wurde. Tahakas Nachfolger Tanut-Amun hatte vor seinem Amtsantritt eine Vision, in der ihm die Göttinnen die ägyptische Krone überreichten. In seinem ersten Jahr als Pharao besiegte Tanut-Amun die Assyrer. Doch der Erfolg war nur von kurzer Dauer. Schon im darauffolgenden Jahr griffen die Assyrer wieder an und beendeten die Herrschaft der Kuschiten für immer. Tanut-Amuns Grabkammer gibt einen letzten Eindruck von der glorreichen Zeit der schwarzen Pharaonen. Hier wird der König von 2 Göttern in sein Grabmal geführt. Das ist eine von nur 2 erhaltenen Darstellungen eines kuschitischen Königs. Man sieht die klassischen königlichen Insignien von Kusch. Die Krone mit den 2 Uraeus-Schlangen, die seine Herrschaft über Kusch und Ägypten symbolisieren. Und dann wird der König wieder aus dem Grabmal herausgeleitet. Nach dem ägyptischen Totenbuch konnte er sich in ein beliebiges Geschöpf verwandeln und im ewigen Kreislauf weiterleben. Bei seiner Ausgrabung fand Reisner die Grabkammer völlig leer vor. Die Schätze des Tanut-Amuns waren lange zuvor geplündert worden. Die Grabkammer ist ein klassisches Beispiel für ein Königsgrab aus dieser Zeit, das Universum in Miniaturform. An der Decke ist der Sternenhimmel und an den Wänden sind Inschriften aus dem Totenbuch. Leider sind die Malereien beschädigt. Im Grab von Tanut-Amuns Mutter sind sie sehr viel besser erhalten. Hier scheint sie gerade beerdigt worden zu sein und liegt in ihrem Sarkophag.
Auf dieser Seite lebt die Königin wieder auf. Vor ihrem Gesicht ist das Zeichen für Leben. Darunter sieht man Gegenstände aus Gold, mit denen die Grabkammer gefüllt war. Zepter, Bögen, Kronen. Die beiden Grabkammern sind Meisterwerke und die am besten erhaltenen im Sudan. Tutanchamun war der letzte schwarze Pharao. Trotzdem bewahrte Kusch seine ägyptischen Gepflogenheiten. Amun blieb der Reichsgott und die kuschitischen Königspaare wurden auch in den folgenden Jahrhunderten in Pyramiden beigesetzt. Im Sudan stehen über 200 Pyramiden, mehr als in Ägypten. Und Kusch blieb Ägypten ein Dorn im Auge. Seine Könige strebten noch immer danach, Pharaonen zu werden. Doch 594 vor Christus setzte Pharao Psammetich II. Ihren Plänen ein Ende. Sein symbolischer Akt der Zerstörung bescherte Charles Bonnet die Entdeckung seines Lebens. Vor Aufregung konnte ich 2 Tage nicht schlafen. Wir haben 50 Fragmente von 7 Königsstatuen gefunden. Psammetich II. Zerbrach die Statuen der königlichen Vorfahren, weil er Angst vor ihnen hatte und begrub sie. Eine bedeutende historische Entdeckung. Psammetich schickte seine Truppen hierher, um den Tempel und den Königspalast zu zerstören. Der Kult sollte endgültig zerschlagen werden. Das Spiel war aus. Die Verlegung der Hauptstadt nach Meroe markiert die letzte Phase der langen Geschichte von Kusch. In Meroe schloss sich der Kreis. Kusch und Ägypten wurden wieder zu Handelspartnern. Und Kusch hatte noch immer einen festen Platz im Welthandel. Auch die Beziehungen zu Griechenland und dem Römischen Reich waren eng. Es ist interessant, dass Kusch zur Zeit der Gründung von Rom schon eine Weltmacht war. Und auch beim Niedergang des Römischen Reichs im 4. Jahrhundert nach Christus war es das noch. Kusch war also über einen sehr langen Zeitraum ein einflussreicher Staat. Meroes beeindruckender Königsfriedhof ist die letzte Station dieser Reise. In diesen Pyramiden wurden alle kuschitischen Königspaare vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zum 4. Jahrhundert nach Christus bestattet. Da hinten sind die jüngsten Königsgräber der kuschitischen Dynastie, die 1000 Jahre nach Pije und Taharqa errichtet wurden. Der Sudan fristet neben Ägypten ein Schattendasein. Manche denken, Abu Simbel wäre die Grenze der Zivilisation am Nil. Aber hier gibt es noch unermessliche Reichtümer. But here there's untold riches. Ich bleibe im Sudan bis an mein Lebensende. Meroes Pyramiden sind ein bleibendes Zeugnis der Pracht von Kusch, dem Land der schwarzen Pharaonen, die von der Geschichte vergessen wurden.